Viola per sempre, Austria forever. Viola per sempre, che la mia Austria vien. Viola per sempre, Austria forever. Viola per sempre, che la mia Austria vien. Mein Name Geier Karl und im Fußball bin ich dann der sogenannte Vogel geworden. Und ich bin ihm halt am Anfang ein paar Mal, wie man wienerisch sagt, zugestiegen. Nicht ordinär. Der Ball war da und ich habe aber so es arrangiert, das habe ich gekonnt, dass ich ein bisschen seinen Fuß angetroffen habe. Und ich habe 10 Jahre gespielt, ich bin nie ausgeschlossen worden, ich bin nie verwarnt worden. Also als Internationaler konnte man in Wien als Fußballer 300 Schilling bekommen. Das ist die Höchstgage eines Spielers. Ich habe ja mein erstes Länderspiel gespielt, da war ich 21 Jahre. Und mein letztes, da war ich 28. Und das wäre nicht mein letztes gewesen, wenn nicht mein Knie gesagt hat, Ade, Schluss. Ich habe eine schwere Knieverletzung in einem Meisterschaftsspiel erlitten und von heute auf morgen bin ich invalide gewesen. Sagt der Michel Schwarz, Vogel, musst verstehen, du bist jetzt 10 Jahre bei uns, es ist nicht ein netter Zug von uns, aber du kriegst die Kündigung. Ich bin selber draufgekommen, was das Knie hatte. Ich habe 10 Jahre bei den Amateuren gespielt. Ich war 10 Jahre eine Rennmaschine. Ich bin mehr gerannt wie alle anderen in 90 Minuten. Ich habe im Knie die Gelenkschmiere aufgebraucht. Es ist keine Verletzung. No, ich bin heute 98 Jahre, ich renne wie ein junger Hund mit den Knien. Hans Buzek. Bei der Austria war ich 5 Jahre. Das war von 63 bis 68. Meine Trainer waren der Rudi Müller mit dem Vogel Geier, der Edi Frühwirt. Und später dann ist der Otzwick gekommen. Wieder schlechter, halt zweimal Meister geworden ist. Aber in dem Europacup nicht weitergekommen ist, hat sich der Josche Walter gesagt, na gut, die Nationalmannschaft, die hat so riesen Erfolge in 61, 62. Und wir mit der Austria kommen in dem Europacup nicht richtig weiter. Wir werden den Hoferich und den Buzek holen und holen uns natürlich noch den super Trainer Edi Frühwirt, der was mit Schalke 04 Meister geworden ist. Dann hat natürlich eine ganz tolle Saison begonnen. Eben Frühwirt aus Deutschland, Hof, I, Nemetz, Fiala, Freidl, Stotz, Jacare, dann ist noch der Aguas dazugekommen von Benfica Lissabon und natürlich haben wir die ersten zwei Freundschaftsspiele im Wiener Stadion gemacht, da waren 90.000 Zuschauer, da haben wir gegen Chelsea gespielt und gegen Köln, also war eine riesen Stimmung. Die Trainingsmöglichkeiten haben sie im Wiener Stadion abgespielt, gespielt haben wir auch im Wiener Stadion. Es war halt für die auswärtigen Mannschaften natürlich immer besser, im Stadion zu spielen. Wir haben keinen Heimplatz gehabt. Jetzt hat ja die Austria Gott sei Dank das Heimstadion, das was ja wirklich für die Austria eine Heimstätte ist. Viola per sempre, Austria forever. Viola per sempre, immer wieder Austria will. Viola per sempre, Austria forever, Viola per sempre.
Hallo, ich bin der Robert Zahra, habe bei der Austria im 64er Jahr angefangen, leihweise von SV Donau. Bin 65 verpflichtet worden dann fix zur Austria unter Trainer Otzwirk. Hab dort auch sehr viele gute Spieler kennengelernt, unter anderem Buzek Nemetz, die ganzen Fiala und wie die alle geheißen haben. Aber der große Spieler von der Austria von der damaligen Zeit, Sindela, was da war, war der Vogel Geier. Den habe ich kennengelernt, da war ich 15 auf 16. Die große Geschichte war dann eben die Kampfmannschaft 65 von der zweiten Klasse D Donau, der Sprung in die erste Division und gleich Fixstarter dort gewesen im 65er über. Wie gesagt, mit Buzek, ein großer Name gewesen ist, der was selber, muss ich sagen, sehr viel um die jungen Spieler gekümmert hat. Das schwächste Spiel war besucht, dass zum Beispiel Eisenstadt gekommen ist. Da waren 8.000, 9.000, aber sonst waren immer 25.000, 30.000 Zuschauer. Ogris habe ich kennengelernt als Nachwuchsspieler, eigentlich beide Ogris. In der ganzen Show da mit Polster und alles, was da so gekommen ist. Ne? Aber richtig in die Mannschaft eingewachsen ist er dann, wo ich eigentlich schon dann der Trainer war in Prohaska, und da haben wir richtig kennengelernt. Er ist für die Austria einer der letzten, der was jetzt da noch ist, also ein richtiger Leithammel, der was die Jungen ein bisschen motiviert und durch sein aggressives Verhalten, nicht bösartig gemeint, sondern der hat halt ein Feuer im Blut, der will halt gewinnen. Und er ist auch relativ ruhiger schon geworden und auch nicht mehr so Heferl, wie er früher war. Aber das macht das Alter und da lernt man dazu. Ich bin Andi Ogris, bin bei der Austria Stürmer und Kapitän. Bei der Austria bin ich seit ca. 20 Jahren, also alles in allem im Nachwuchs. Und dann war ich einmal kurz weg, ein Jahr leihweise bei der Admira, später wieder zurück zur Austria, dann ein Jahr leihweise Espanyol Barcelona, wieder zurück zur Austria, dann ein halbes Jahr LASK. Und wieder zurück zur Austria und seitdem bin ich jetzt beim Club. Ich habe das Glück gehabt, dass ich zu einer Zeit in die Mannschaft gekommen bin, wo also wirklich nur die glorreichen Spieler bei der Austria waren, unter anderem auch der Sarah Robert, der jetzt unser Co-Trainer ist. Und da besteht natürlich eine Verbindung noch immer zum früheren Fußball, wie wir es früher gespielt haben. Und der Robert probiert halt in seiner Art und Weise, wie er das halt immer macht, das auch heute wieder reinzubringen, dass das alles so irgendwo ein bisschen locker ist, aber trotz allem konzentriert gehalten wird.